China hat ein paar Probleme und chinesische Aktien sind letztes Jahr auch stark gefallen. Jetzt gibt es aber immer mehr Investmentbanken, unter anderem Goldman Sachs, JP Morgan, die UBS, die sagen, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, jetzt sollte man China-Aktien kaufen. Woran liegt das und wie würde sich das begründen lassen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen und danke für die vielen, vielen schönen Kommentare zum letzten Video. Brasilien, da haben wir uns alle wieder mal amüsiert. Heute wird's wieder ernsthaft. Wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. An den Börsen, da läuft's im Moment gar nicht so schlecht. Wir haben einen schwierigen Januar gehabt, wirklich schwierig, wegen den Zinsängsten. Ein relativ verrücktes Wort. Zinsangst ist fast schon abstrus, wenn man bedenkt, dass wir uns ja jahrelang empört haben darüber, dass es keinen Zins mehr gibt. Aber bei den Sachwertanlegern, da war diese Zinsangst natürlich schon immer da. Und so ist es eben. Das Ganze an den Märkten ist keine Einbahnstraße. Mal werden Geldvermögen entwertet, mal werden Sachwerte entwertet, mal wird auch beides entwertet oder keines von beiden. Jetzt hat man aber den Eindruck, die Stimmung, die wird wieder wirklich besser, unter anderem wegen der Berichtssaison, die ganz gut läuft. Und die Ukraine-Krise, die ist ja anscheinend auch vorbei. Und wir haben gewonnen. Super. Deutschland liefert der Ukraine 5000 Helme. Jetzt müssen die Russen abziehen. Also bei der Drohkulisse, da können die gar nicht anders. Aber lassen wir das Thema mal heute. Und was jetzt die Zinsangst betrifft, dazu von meiner Seite ist eigentlich schon fast alles gesagt, würde ich sagen. Ich verweise da auf meinen Beitrag vom 20. Januar. Zinsschock, steigende Zinsen ist gleich Crash? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich sehe das Börsenjahr, das jetzt angefangen hat, nicht so negativ, wie es viele andere sehen. Und wenn unsere großen Indizes, also speziell der Nasdaq-Index jetzt auch, wenn die jetzt nicht nochmal unter das Januar-Tief fallen in den nächsten Wochen, dann kann es wirklich sein, dass das Thema auch tatsächlich erstmal wirklich vom Tisch ist. Uns geht ja auch nicht gleich die Welt unter, wenn die Zinsen mal steigen. Aber vergessen wir trotzdem nicht, wir sind nicht mehr im Jahr 2011 oder auch im Jahr 2016 mit einer vergleichsweise inflationsarmen Erholung, die wir damals gehabt haben, wo man mehr oder weniger ja auch gewusst hat, die Notenbanken können sich Zeit lassen mit ihrer Straffung, sondern jetzt stehen sie schon irgendwie unter starkem Handlungsdruck. Und solange wir also nicht das Gefühl haben, dass wir bei den Inflationsraten jetzt wirklich das Top schon erreicht haben, so lang kann es schon immer wieder auch ungemütlich werden. Heute geht es aber um China. Ich habe neulich schon ein Video dazu gemacht, wo ich China, dachte ich, relativ positiv besprochen hätte. Das kam aber offenbar überhaupt nicht so an. Es gab etliche Kommentare, so wie den hier. Haben Sie nicht vor ein paar Tagen Investitionen in C, also China, befürwortet, als hätte ich es in diesem Video nicht getan? Oder aber hier, dem größten China-Fan dämmert es langsam. Von Wading. Wading ist einer meiner härtesten Kritiker hier, aber offensichtlich gleichzeitig auch ein treuer Zuschauer. Also auch dafür mal danke. Aber so über oder so, also wenn es ein positives Video war zu China, dann habe ich das anscheinend zu gut getarnt. Letztlich war es positiv. Ich habe natürlich Probleme auch genannt, als da wären ja zum Beispiel Regulierung im Technologiesektor, die Evergrande-Immobilienkrise und inzwischen eben auch die Sorge, dass China seine Wirtschaft jetzt schon dadurch abwirkt, dass es da bei Covid-19 eine relativ kompromisslose Eindämmungspolitik verfolgt. Und sowas hat ja auch seinen volkswirtschaftlichen Preis, ist völlig klar. Alles Probleme, die definitiv da sind. Und chinesische Aktien sind ja auch nicht ohne Grund gefallen letztes Jahr. Na jetzt haben wir eben niedrige Bewertungen und wir haben auch einen spürbaren, greifbaren Stimmungswandel, würde ich sagen. Also wenn man vor einem halben Jahr Artikel gelesen hat zu China-Aktien oder hier auch Videos gesehen, dann waren China-Aktien was völlig Abwegiges, dass man da investiert. Das war ein No-Go sozusagen.
Und jetzt dreht das Sentiment aber, und zwar auffallend. Nehmen wir große Analystenhäuser, so wie BlackRock, die UBS, die HSBC, Jefferies, fast alle sagen plötzlich wieder, man muss jetzt China-Aktien kaufen. JP Morgan sagen, der MSCI China Index, der könnte dieses Jahr steigen um 40%. Die Société Générale sagt, sie sind bei ihrem globalen Portfolio jetzt zu 20% investiert in China-Aktien, also fast schon unglaublich. Und auch Goldman Sachs, auch die sagen klar, China übergewichten mit einem besonderen Schwerpunkt auf stark zurückgekommene Technologie- und Wachstumsaktien aus China, so wie hier in einem Video bei Bloomberg, der Asien-Chefstratege von Goldman Sachs. Wir haben also einen klaren Sentimentwechsel da und eine deutlich positivere Einschätzung jetzt auch von China bei vielen Analystenhäusern. Nur, warum ist das so und was ist jetzt anders als vor ein paar Monaten? Erstens natürlich die Bewertungen. Der MSCI China der MSCI China Index, der ist letztes Jahr gefallen um 22%, und das in einer Zeit, in der die meisten anderen Indizes ja gestiegen sind, und damit hat er jetzt ein KGV von 12 nur noch auf den für dieses Jahr erwarteten Gewinn, was relativ erstaunlich ist schon, weil da ja auch große Technologieaktien drin sind, die in der Regel teuer sind. Und der Hang Seng China Enterprises Index, da haben wir ihn jetzt, der hat sogar ein KGV von unter 9 und er notiert 10% unter Buchwert. Und die China-Aktien in den USA, die hat sowieso komplett zerbröselt jetzt wegen der Delisting-Sorgen. Ein Thema, wo man differenzieren muss natürlich, auch dazu gibt es schon Videos von mir. Und ich sage jetzt nur mal, zumindest bei den Aktien, wo schon ein Exit ja da ist, über ein Zweitlisting in Hongkong, da sind diese Delisting-Sorgen meiner Meinung nach maßlos übertrieben inzwischen. Aber hier haben wir nochmal eben den Hang Seng China Enterprises Index auf Sicht von einem Jahr. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass er sich da schon stabilisiert hätte. Keineswegs. Das ist eigentlich immer noch ein Abwärtstrend. Aber interessant waren die letzten Wochen. Da haben wir eine kleine Erholung gehabt zumindest. Und das aber in einer Marktphase. Wir erinnern uns, in der die westlichen Börsen ja plötzlich unter Druck gekommen sind. Hier das Ganze nochmal auf 3 Monate, also im November, Dezember, da war es noch der HSCI, der abverkauft worden ist. Im Januar, als dann unsere Börsen abverkauft worden sind, da dreht er plötzlich nach oben. Darüber habe ich hier ja auch schon frohlockt, aber ganz gehalten hat es dann eben doch nicht. Er hat sich dieser weltweiten Abwärtsbewegung dann eben doch nicht ganz entziehen können. Und diese Woche, als sich dann unsere Börsen wieder erholt haben, da war dann in Hongkong wegen Neujahr ab Dienstag zu. Das war dann Pech. Und zum chinesischen Neujahrsfest, da komme ich gleich auch nochmal. Aber immerhin, also seit Jahresbeginn zumindest, da kann man sagen, da ist der HSCI jetzt zumindest nicht mehr dieser chronische Underperformer, der letztes Jahr war. Warum hat sich das Sentiment noch geändert? Es ist jetzt nicht so, dass die Analysten die ganzen Probleme, die es gibt, dass die da die alle wegreden. Aber die Sichtweise ist schon ein bisschen anders inzwischen. Zum Beispiel Regulierung im Internet- und Technologiesektor. Letztes Jahr, da war das ein kompletter Schock. Also dieses Vorgehen gegen Alibaba, gegen die Fintechs, gegen die Bildungsanbieter, Casinos in Macau und so weiter. Man konnte es kaum fassen, was da passiert. Inzwischen hat man wenigstens so ein bisschen das Gefühl, man hätte so im Ansatz verstanden, was Peking damit will. Und da geht es natürlich um Kontrolle, es geht auch um Dinge, wo die Regierung jetzt aber auch gemerkt hat, die will sie so jetzt eben doch nicht mehr haben. Also Konsumkredit, Schulden en masse, Gewinnstreben im Bildungssektor, Ausbeutung bei Fahrdiensten, bei Lieferdiensten, die Monopolbildungsgefahren und so weiter. Und zum Teil ist es ja auch nachvollziehbar. Man hat aber vor allem das Gefühl, das meiste davon dürfte jetzt raus sein. Und jetzt kommt eben die Phase der Umsetzung und für die Unternehmen auch die Phase der Anpassung daran, was sicherlich schwierig ist im einen oder anderen Fall, was für viele am Ende aber verkraftbar sein wird. Und das eben in Kombination auch mit niedrigeren Bewertungen natürlich.
Oder die Evergrande-Krise, wo es am Anfang ja auch viel darum gegangen ist, wird daraus jetzt die große Systemkrise, bricht darunter jetzt das chinesische Finanzsystem zusammen? Heute ist ziemlich sicher, es bricht darunter nicht zusammen. Auch wenn das Ganze nicht schön ist natürlich, auch wenn der Wachstumsbeitrag vom Immobiliensektor in Zukunft für die gesamte Volkswirtschaft auf gar keinen Fall mal mehr so hoch sein wird, wie das die letzten 20 Jahre war. Wir werden also dieses Jahr, denke ich, und auch die nächsten Jahre jetzt nicht mehr den großen China-Wachstumsboom sehen. Da bin ich mal relativ sicher. Das Wachstum in China, es geht natürlich seit Jahren schon zurück, je größer die chinesische Volkswirtschaft auch wird. Aber auch dieses Wachstum von nur noch 4% im letzten Quartal, das ja definitiv ein Krisenquartal gewesen ist in China, das war immer noch okay im globalen Vergleich. Und auch das muss man sehen, natürlich in Kombination mit niedrigeren Bewertungen. Aber was die Analysten gerade am meisten entzückt, das ist, denke ich, die Tatsache, dass Peking jetzt eben gegensteuert. Dass am Immobilienmarkt zum Beispiel Restriktionen gelockert werden, das kann dem auch wieder einen gewissen Schub geben. Und dass für die Gesamtwirtschaft jetzt eben auch Steuern gesenkt werden, dass die Zinsen gesenkt werden, dass die Geldpolitik gelockert wird. Und dass China eben dieses Jahr insgesamt etliche Dinge tun wird dafür, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Und dass es sehr wahrscheinlich einige andere Dinge eben auch nicht tun wird, damit dieser Aufschwung jetzt eben auch nicht gefährdet wird. Und das würde dann eben heißen, es beginnt jetzt ein Jahr, das sich von der Regulierung her und von der Wirtschaftspolitik her wahrscheinlich ganz anders anfühlt oder anfühlen könnte, als sich das letzte Jahr angefühlt hat. Und gerade die Stimulation eben, das ist was, das beflügelt da die Erwartungen im Moment schon sehr. Was auch so bleiben könnte, weil, ich habe es da letztes Mal schon gesagt, China hat ja keine Nullzinspolitik gehabt. Es hat es auch durch die Corona-Krise geschafft, ohne Nullzinspolitik. Und bei allen Problemen, was es jetzt eben in China nicht gibt, das ist eben diese berühmte Zinsangst. Und an den Börsen dreht sich damit ja die Konstellation, die wir die letzten 2 Jahre gehabt haben, die zu einer Outperformance geführt hat der westlichen Börsen. Die sind ja jetzt nicht deswegen so gut gelaufen oder besser gelaufen, weil sie ein höheres Wachstum gehabt hätten. Aber diese ganze Konstellation, die dreht sich jetzt eben irgendwie schon um. Jetzt ist es China, das plötzlich Spielraum hat bei der Stimulation und bei Zinssenkungen auch. Wir haben diesen Spielraum eben nicht mehr. Wir haben das Maximum für uns schon rausgeholt und stehen jetzt unter einem echten Druck, dass wir die Stimulation zurückfahren. Und das ist jetzt schon eine gewisse Umwälzung auch, würde ich sagen, die auch maßgeblich ist irgendwie und die den Anlegern jetzt auch langsam so zu dämmern anfängt und die in den nächsten Monaten da an den Märkten auch wirklich durchsickern könnte da so langsam. Und auch das in Kombination mit niedrigeren Bewertungen. Ich persönlich, ich bin, was jetzt die Makrolage in China betrifft, da bin ich gar nicht so euphorisch. Also die Regulierung kostet Wachstum, völlig klar. Die Covid-Politik kostet Wachstum. Die Immobilienmarktkrise kostet Wachstum. Die vor allem, denke ich, also auch wenn sich der Sektor dieses Jahr wieder erholt, mittelfristig wird das, was da passiert ist, das Wachstum auf Jahre belasten, würde ich sagen. Aber es ist eben schon viel eingepreist und ich kann mal bei dem Niveau vom Hang Seng China Enterprises Index zum Beispiel, wenn da jetzt nicht nochmal ein richtiges Desaster kommt, dann kann ich mir eigentlich nur noch schwer vorstellen, dass der jetzt noch wahnsinnig stark nach unten geht. Dafür ist er einfach langsam zu billig, würde ich sagen. Und ich weiß eben auch, es gibt trotz allem in China nach wie vor viele, viele Sektoren, die immer noch spannend sind. Es gibt viele Einzelaktien mit Wachstumspotenzial und gleichzeitig günstig bewertet jetzt eben. Und es gibt einfach auch immer noch diesen riesigen Markt mit 1,4 Milliarden Menschen. Es gibt hunderte börsennotierte Unternehmen, die Potenzial haben und jetzt sehen wir eben auch gleichzeitig, und das ist das Schöne daran, dass sich das Sentiment eben auch wieder verbessert. Gehen also China-Aktien jetzt dieses Jahr so richtig durch die Decke, so wie das JP Morgan sagt.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, wir haben kurzfristig, mittelfristig doch eine ganz gute Chance eigentlich, dass sich die chinesischen Aktien jetzt mal überdurchschnittlich entwickeln und dass sie unsere Börsen eventuell auch outperformen. Das heißt für mich jetzt nicht volle Kanne rein nach China und alles andere verkaufen, inklusive Haus und Hof und der eigenen Großmutter oder wie auch immer. Aber viele Anleger, die sind eben im Moment kaum investiert in China oder gar nicht investiert. Und da ist der Zeitpunkt jetzt sicher schon nicht ganz falsch, sich damit mal zu beschäftigen, jetzt verstärkt und da vielleicht auch mal aufzustocken mit der einen oder anderen chinesischen Aktie. Und für die richtigen China-Fans, da haben wir jetzt mal was ganz Apartes in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report demnächst. Da geht es um den berühmten Feng Shui-Index. Wir sind seit dieser Woche ja im Jahr des Tigers in China und die Investmentbank CLSA, und die ist hoch angesehen in China und oder in ganz Asien, und die ist auch gut. Die bringt eben seit 1992 ihren alternativen Jahresausblick raus, basierend auf chinesischen Tierkreiszeichen. Das war am Anfang eher ein Gag, aber inzwischen gehen die da echt so richtig ins Detail mit den ganzen Tierkreiszeichen und Untertierkreiszeichen. Und der Witz ist, die liegen da mit ihrem Ausblick oft gar nicht so falsch. Mehr dazu in unserem Report. Soll man überhaupt China-Aktien haben dieses Jahr? Welche Monate werden gut, welche Monate werden schlecht? Und vor allem, welche Sektoren muss man jetzt auch dringend haben? Was sagt dazu das chinesische Börsenhoroskop? Die Reports von uns sind natürlich gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ich weiß, es gibt hier noch China-Fans. Ich bin sicherlich auch nicht der Größte, so wie Wading das hier geschrieben hat, aber ich bin eben auch nicht der Einzige. Es werden auch langsam wieder mehr. Und wenn ich mich doch täuschen sollte, da mit meiner relativ positiven Einschätzung zum China, da bin ich dann zumindest mit Goldman Sachs, mit JP Morgan, mit der Societe und General und so weiter in ganz guter Gesellschaft. In diesem Sinne, ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Kanalabonnenten hier. Ansonsten machen Sie es gut. Bis nächste Woche, wenn Sie mögen. Dankeschön fürs Zuschauen.